Heute beim elektrischen Reporter: Wolkenenergie, ein Programmierjahr und Daten für Geld. Ich habe Sie erwartet. Je mehr wir alle das Internet als Speicherort für Privates und Berufliches nutzen, umso mehr stromverbrauchende Server müssen ans Netz und die wollen auch alle noch gekühlt werden. Jede einzelne E-Mail habe daher ihren Anteil an der Klimaerwärmung, rechnen einige Umweltschützer vor. Ob das wirklich so ist, das fragen wir in unserem ersten Beitrag. Wir googeln, Facebooken, twittern, egal ob am Handy, am Tablet, am Notebook oder am PC. Bei all diesen Anwendungen wird immer die sogenannte Cloud im Hintergrund aktiv. Riesige Rechenzentren arbeiten für unsere Suchen, Status-Updates und Tweets. Das verbraucht Strom, jede Menge Strom. Und Stromerzeugung ohne CO2-Ausstoß ist, trotz Energiewende, immer noch selten. Wäre die Cloud ein Land, hätte sie laut Greenpeace den weltweit fünftgrößten Energieverbrauch. Ist die Cloud also ein Klimakiller? Ein bisschen schon. Aber das eigentliche Problem liegt woanders. Eine einzige E-Mail verursacht etwa 0,3 Gramm Kohlendioxid auf ihrem Weg durch die Cloud. Das hat die Firma 1&1 ausgerechnet. In ihrem Rechenzentrum in Karlsruhe fließen allein 5 Milliarden E-Mails pro Jahr durch die virtuelle Wolke. Der Stromverbrauch? Gigantisch. Dabei bemüht sich das Unternehmen um ein Öko-Image. Das Rechenzentrum wird an kalten Tagen durch Außenluft gekühlt. Die Server sind möglichst energiesparende Modelle und der Strom kommt aus erneuerbaren Quellen. Damit spart die Firma angeblich 40.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Nicht nur der Umwelt zuliebe, auch weil ein grüner Anstrich bei Kunden gut ankommt. Als wir 2007 damit angefangen haben, war das sicherlich nur ökologische Gründe, die dafür gesprochen haben. Ökonomisch war das nicht sehr sinnvoll. Aber mittlerweile ist es auch ein Verkaufsargument. Also die Leute gucken schon, wie sind die Rechenzentren betrieben. Und da weiß man einfach, dass 1&1 schon immer auf oder schon sehr lange auf grünen Strom sitzt. Und das kommt uns jetzt, denke ich, auch wieder zugute. Aber selbst wenn der Strom für die Cloud aus Wind und Wellen kommt, ist es nicht trotzdem energiesparender, Musik und Filme auf dem heimischen PC zu speichern, statt in entfernten, riesigen Rechenhallen? Ich kann es ja nicht mit Zahlen belegen, aber wir sind der Auffassung, dass es auf jeden Fall wesentlich günstiger ist, wenn Dienste an einer zentralen Stelle vorgehalten werden, ob das Musik ist, ob das Software ist, die dann über die Internetverbindungen an Tausende von Kunden distribuiert werden kann. Die Umweltorganisation Greenpeace sieht das weit weniger pauschal. Ob die Datenwolke oder der heimische PC der umweltfreundlichere Datenspeicher ist, hänge von der jeweiligen Nutzungsart ab. Wenn Sie wissen, das benutze ich vielleicht nur einmal, höre mir es einmal an oder schaue es mir einmal an, dann ist das Streamen oder Downloaden die ökologischere Variante. Sind Sie ein Fan oder wird das häufiger auch vielleicht von anderen Personen genutzt, dann ist die klassische Variante die ökologischere, weil längerfristig auch nutzbarere. Entscheidend fürs Klima sind aber auch die Rechner zu Hause. Die sind nämlich häufig hochgezüchtet bis zum Anschlag, aber fast nie voll ausgelastet. Wer nur schnell etwas googelt, fährt am klimafreundlichsten mit Smartphone oder Tablet. Spielekonsolen wie PlayStation 3 oder Xbox 360 verbrauchen etwa so viel Strom wie 5 leere Kühlschränke. Und noch etwas ist ein großes Problem: die Gebrauchsdauer der Geräte. Früher haben wir einen Fernseher zum Beispiel 12 Jahre oder 15 Jahre behalten. Heutzutage werden Geräte doch in weitaus kürzeren Zyklen neu angeschafft und sie überaltern sehr schnell, zum Teil, weil die Software auch überaltert, nicht unbedingt, weil die Hardware so schnell überaltert. Dieser schnelle Umbruch, wir rechnen durchschnittlich von etwa 4 bis 5 Jahren bei vielen Geräten, führt dazu, dass wir einen sehr hohen Ressourcenaufwand betreiben. Lutz Stobbe untersucht den Energie- und Ressourcenbedarf von Geräten. Er hat herausgefunden, dass der Stromverbrauch gar nicht der größte Klimakiller ist. Unsere Geräte werden viel zu schnell entsorgt, auch weil sie schlecht aufgerüstet oder nachgerüstet werden können. Das meiste klimaschädliche Treibhausgas entstehe nämlich gar nicht während der Nutzung, sondern schon bei der Herstellung.
Bei kleineren Geräten, wie zum Beispiel Smartphones oder einfachen Telefonen, kann es schon sein, dass die Nutzungsphase nur noch 20% des Gesamt-CO2-Verbrauchs ausmacht und die Herstellung eher 80-90% des Gesamt-CO2-Verbrauchs. Erst wenn wir unsere Geräte 30-90 Jahre benutzen, wäre die Klimabilanz ausgeglichen, hat Stobbe ausgerechnet. Das ist natürlich völlig unrealistisch. Wer will schon einen PC von 1984 nutzen, in Zeiten, in denen schon ein 2 Jahre altes Smartphone als veraltet gilt? Die Cloud ist also gar nicht der Klimakiller Nummer 1 und erst recht nicht die einzelnen E-Mails, die durch sie flattern. Es ist vielmehr die Wegwerf- und Neukaufkultur, die das Klima schädigt. Und die ist in keinem anderen Konsumsektor so ausgeprägt wie im Digitalen. Wir bleiben bei komplexen Systemen. Es gibt Zeitgenossen, die behaupten, wer die moderne Welt begreifen wolle, der müsse programmieren lernen. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist David Bauer, ich bin Journalist und arbeite zurzeit bei der Tageswoche in Basel als Digitalstratege. Es wird irgendwann in dieser Zeit gewesen sein, als ich bei der Sonntagszeitung war. Das waren zwar nur 1,5 Jahre, aber ich habe da den Bereich Technologie abgedeckt. In dieser Zeit irgendwo habe ich gemerkt, da verändert sich was. Und wahrscheinlich erst danach, als ich bei der Sonntagszeitung gekündigt habe und dann die Arbeiten an meinem Buch begonnen habe, habe ich so richtig gemerkt, wie viel da eigentlich im Umbruch ist und wie stark das mit mir selber zu tun hat. Und glücklicherweise auch, wie positiv ich das Ganze eigentlich sehe, wie viel Freude mir das macht. Ich habe in meinem Umfeld einige Leute, die Programmierer sind und das hat mich immer interessiert. Natürlich gibt es ganze Bereiche, wie beispielsweise die Börsen, die mittlerweile zu einem großen Teil eigentlich von Algorithmen gesteuert sind. Es gibt immer mehr Dinge, immer mehr Bereiche, wo Code steuert, wie unsere Welt funktioniert. Und ich wollte das besser verstehen, diese Welt, die sich da entfaltet vor unseren Augen. Ich habe einfach mal auf meiner Website ein Blogposting veröffentlicht, ich lerne jetzt zu programmieren. Code Academy hat Anfang 2012 dieses Code Year ausgeschrieben. Programmierkurs online, wo man jede Woche einen Block von Hausaufgaben quasi bekommen hat und da wirklich von den ganz, ganz einfachen Aufgaben sich Woche für Woche quasi vorgerobbt hat. Die Grundidee, der Sie alle verpflichtet sind, ist genau die, dass Sie sagen, Programmieren ist eigentlich im heutigen Zeitalter, im heutigen Kontext eine Sprache, die möglichst viele Menschen beherrschen sollten. Und darum ist Ihre Mission, einen Dienst zur Verfügung zu stellen, der es möglichst vielen Leuten ermöglicht, Programmieren zu lernen. Es sind sehr kreative Leute meistens, weil Programmieren auch eben dieses starke kreative Element hat, weil man möglichst einfache Wege finden muss, um möglichst komplexe Operationen durchzuführen. Von daher sehr, sehr spannende Leute eigentlich und logischerweise mit anderem Blick auf die Welt, weil sehr viele Lösungen quasi dann auch mit Code angegangen werden oder gesucht werden können. Programmiert werden will auch die Software, die den Bankhäusern sagt, ob ein Antragsteller einen Kredit bekommt oder auch nicht. Die allerneueste Idee ist dabei ein Algorithmus, der für diese Entscheidung nicht nur Einkommen und Zahlungsmoral berücksichtigt, sondern alle Informationen, die man über uns im Web findet. Was verraten meine Facebook-Freunde über meine Kreditwürdigkeit? Was die Länge meiner Sätze in Blogkommentaren? Und was die Marke meines Computers? Bis zu 8000 verschiedene Datenarten aus dem Netz zieht der Algorithmus der Hamburger Firma Creditech heran, um zu entscheiden, ob jemand für einen Kleinkredit von bis zu 500 Euro in Frage kommt. Allerdings nur mit Einverständnis des Antragstellers, wie der Gründer und Chef Sebastian Diemer betont. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie arbeiten bei Mercedes-Benz als Ingenieur, und wir sehen, Sie haben irgendwie 2000 Freunde und davon sind 98% arbeitslos und mit denen checken Sie sich jeden Morgen um 9 Uhr in der gleichen Kneipe ein und laden irgendwie ein Bild hoch, wie Sie mit dem Bier anstoßen. So, dann würde der Algorithmus sagen, nanu, das
Das ist aber irgendwie, das weicht ab von dem, was wir jetzt erwarten würden, was jemand, der Ingenieur ist, so morgens um 8, 9 Uhr treiben würde. Weil Creditec keine Banklizenz besitzt, hat die Finanzaufsicht BaFin der Vergabe von Krediten in Deutschland einen Riegel vorgeschoben. Das Geschäft läuft jedoch in Russland, Tschechien, Polen, Spanien und Lateinamerika. Die Kredite sind aber nur ein Teil des Geschäftsmodells. Mit jedem einzelnen Kunden soll der selbstlernende Algorithmus verfeinert werden. Big Data Scoring nennt sich dieses Konzept. Und diese Dienstleistung will Creditec auch anderen Unternehmen anbieten. Vor rund einem Jahr wollte die Schufa erforschen lassen, wie man Social-Media-Informationen für die Bonitätseinschätzung nutzen könnte. Nach einem medialen Entrüstungssturm legte man dort das Projekt auf Eis. Auch die Bürgerrechtsaktivisten vom Verein Digitale Gesellschaft protestierten. Zu Recht, findet Markus Beckedahl noch immer. Auch wenn das andere Unternehmen offenbar nicht aufgehalten hat. Heutzutage schaffen wir es nicht mal, die notwendige Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei einem solchen Scoring-Verfahren zu erreichen. Wie sollen wir das denn schaffen, wenn da bis zu 8000 mögliche Parameter einbezogen werden? Und wie zuverlässig kann eigentlich das Bild sein, dass sich jemand aus unseren Datenspuren über unsere Kreditwürdigkeit macht? Hat die Schufa noch Informationen über mein reales Zahlungsverhalten, so leitet das Big Data Scoring seine Schlüsse immer nur aus der Statistik ab. Also, wie viele Übereinstimmungen habe ich mit einem Typus Mensch, der als kreditwürdig gilt? Sandra Matz forscht als Psychologin an der Universität Cambridge. Sie und ihre Kollegen haben untersucht, wie erstaunlich zutreffend man mit Social-Media-Informationen ein Bild von den Eigenschaften einer Person gewinnen kann. Dass Big Data für Kreditscoring geeignet ist, hält sie für sehr realistisch. Wenige sehr gute Daten zu haben, sei eben nur ein Weg. So die alternative Vorgehensweise ist das, was die neuen Unternehmen machen, ist, sie nehmen viele Datenpunkte, also bis zu 8000 oder könnten zukünftig natürlich auch noch mehr sein, die wahrscheinlich für sich jeweils eine geringere Vorhersagequalität haben. Aber aufaggregiert kann man sich durchaus vorstellen, dass es eine ähnliche Genauigkeit erreicht wie die traditionellen Verfahren. Welches Online-Verhalten jedoch genau die Kreditwürdigkeit vorhersagen könne, müsse noch empirisch erforscht werden. Klar ist schon jetzt, das Datenmosaik braucht viele Steine. Wer online nicht aktiv genug ist, wer im Netz nicht ausreichend Spuren hinterlässt, kann darum bei Creditec auch gar keinen Kredit beantragen. Dann werden ja eigentlich diejenigen benachteiligt, die jetzt schon mehr Bewusstsein für Datenschutz haben und sich geradezu zurückhalten. Und das finde ich nicht okay. Umgekehrt kann man seine Chancen auf einen Kredit steigern, indem man noch mehr Daten offenlegt. Zum Beispiel, indem man Creditec den Zugriff auf das eigene E-Mail-Konto erlaubt. Das wird dann nicht nach Stichworten durchsucht, versichert die Firma, sondern nur semantisch analysiert. Also etwa, um anhand von Wortschatz und Satzlänge den Bildungsstand zu ermitteln. Da muss der Kunde schon viel Vertrauen aufbringen. Jeder Zweite tut das. Sebastian Diemer ist überzeugt, dass ein Algorithmus in wenigen Jahren überall zum Bankgeschäft dazugehört. Auch bei der Finanzberatung sei der einfach objektiver. Wenn man eben ein paar tausend Online-Daten mit heranzieht und sagt, da hat sich gerade jemand geschieden zum Beispiel und hat einen neuen Beruf und das heißt, statistisch ist jetzt dieses Bankprodukt besonders sinnvoll für ihn. Spätestens dann wäre es schon gut zu wissen, welche unserer digitalen Spuren ausgewertet werden und was sie wirklich über uns aussagen. Vielleicht ist es ja an der Zeit für so etwas wie eine Big Data Selbstauskunft. Information ist nicht Wissen, Wissen ist nicht Weisheit, Weisheit ist nicht Wahrheit, Wahrheit ist nicht Schönheit, Schönheit ist nicht Liebe, Liebe ist nicht Musik, Musik ist das Beste. Frank Zappa. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit, bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Electrician Reporter.